Mit der Entwicklung von neuen Titanmatrix-Verbundwerkstoffen für moderne Flugzeugturbinen. Flugzeugturbinen sind starken thermischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Die Flugturbine besteht aus Verdichter, Brennkammer und Turbine. Der Verdichter komprimiert die Luft und drückt sie in die Brennkammer. Hier wird kontinuierlich Kraftstoff eingespritzt und verbrannt. Die starke Erhitzung dehnt das Gas aus, das in die Turbine entweicht. Das Gas versetzt die Turbine in Drehbewegung und mit ihr den Verdichter, der sich auf der gleichen Welle befindet. Die Titanmatrix-Verbundwerkstoffe ermöglichen, Komponenten im Verdichter leichter und hitzebeständiger zu gestalten. Sie halten einer Temperatur bis zu 550 Grad Celsius stand. Erst die Kombination aus Metall und keramischen Fasern führt zu hoher Festigkeit und Steifigkeit. Die meist für den Verbundwerkstoff verwendete Siliziumcarbidfaser, hier im Bild links, ist 1,5 Zehntel Millimeter dick, etwa dreimal so dick wie ein menschliches Haar. Ihre Steifigkeit und Festigkeit ist viermal so hoch wie die des Titans allein. Darum sind Titanmatrix-Verbundwerkstoffe sehr attraktiv für hochbeanspruchte Bauteile in einem Flugtriebwerk. Zum Beispiel für die Rotorblätter des Verdichters, für die Scheiben, auf denen die Rotorblätter befestigt sind, oder für die Welle, auf der sich die Scheiben drehen.